Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute meinen Lesemoller mitgebracht und der war mal wieder sehr durchwachsen. Es gab Bücher, die mich richtig vom Hocker gehauen haben, aber auch Bücher, die mich leider enttäuscht haben. Aber andererseits mag ich es ehrlich gesagt auch am liebsten, wenn es ein durchwachsener Lesemonat ist. Man kann nicht immer nur Bücher lesen, die einem gefallen, obwohl es diesmal doch eine gewisse Häufung gab. Aber ich finde, Bücher, die einem gefallen, gleichen dann wieder die Bücher, die einem nicht so gefallen, aus. Deswegen mag ich es lieber durchwachsen, als jetzt nur einen Monat mit nur schlechten Büchern. Das zieht einen dann doch recht runter. Auf jeden Fall gab es Bücher, die ich direkt nach dem Ankommen weggelesen habe. Ich habe auch ein paar SOB-Leichen befreit. Dann habe ich ein paar Reihen angefangen oder beendet. Und habe wieder mal kreuz und quer durch die Genres gelesen. Überwiegend natürlich Romance, weil ich Romance am liebsten mag. Aber ich habe mich auch mal wieder an Fantasy rangewagt. Und an Thriller. Es waren Rezensionsexemplare dabei und sogar ein Sachbuch. Und insgesamt kann ich wirklich nur sagen, ich bin total zufrieden mit meinem Lesemonat. Insgesamt, wie gesagt, 25 Bücher. Querbeet und bei den Sternen bzw. Federn in meinem Fall gab es auch Querbeet, alles Mögliche. Mit gewissen Häufungen an bestimmten Bewertungen, was ich immer wieder faszinierend finde. Aber jetzt bin ich neugierig. Verratet mir doch, wie euer Lesemonat so war. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!